Und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. In der letzten Folge gab es ja nun eine schöne, naja, eigentlich, also in den letzten Folgen gab es ja nun schon eine kleine Höhlentour. Die war jetzt, ja, klein. Ging halt über 3 Folgen, war also nicht so die Welt. Ich fange einfach mal nebenbei an, während ich hier noch so die Anmoderation mache, an hier das Dach rauszureißen. Das wird ja dann auch mit, den anderen Bäumen dann ausgefüllt. Ich überlege gerade. Hier die Baumstämme können ja raus. Von der Theorie her, da kann ja dann Erde rein. Und dann haben wir noch mal ein bisschen Holz über. Sehr gut. Können wir uns das noch mal sparen? So gefällt mir das. Schön den Sparmodus aktivieren. Und ich habe auch schon bei Facebook geschrieben, dass ich die Musik, die Audiobibliothek etwas, ja, etwas geupdatet habe, ein bisschen neue Musik. Weil wir doch dann jetzt bei über 100 Folgen mehr oder weniger die meisten Lieder in- und auswendig kennen. Deswegen, wir werden sehen, vielleicht kommt es ganz gut, vielleicht auch nicht. Gibt ja nun ganz viele Möglichkeiten, da die Musik mit passender, die Videos mit passender Hintergrundmusik zu verschönern. Ich wollte gerade sagen, verunstalten. Aber alles halb so wild. Ja, also wir werden hier auf jeden Fall die Decke rausreißen, haben einiges vor in dieser Aufnahmesession. Mein Augenmerk liegt jetzt erstmal darauf, dass wir unseren Eingangsbereich fertig kriegen, beziehungsweise so den ganzen Block oben in der oberen Etage. Das wäre schon mal von Vorteil, damit wir hier einfach mal vorankommen, weil es kann so nicht weitergehen, das schleift. 100 Folgen Minecraft und, naja, okay, was heißt 100 Folgen Minecraft? Wir haben ja zwischendurch nochmal von vorne begonnen. Wir hatten unser Haus ja so gesehen schon da. Aber halt noch nicht ganz so, es war halt blöd, weil zwischendurch kam dann der neue PC. Ich habe vergessen, die Welt vorher zu bearbeiten. Hatte dann plötzlich gar keine Rechte mehr daran, konnte also gar nichts daran ändern. Und fand ich ein bisschen doof. Deswegen neuer Start. Tiefer Fall. Und ja, so war das halt. Oh, das war zu viel. Ups. Das mache ich nicht. Aber es ist nicht so das Problem. Wir setzen das Holzstück heimlich wieder ein. So. Nicht, dass man dann da den Boden lang geht. Also so in unserem Haus spazieren geht und dann fällt man erstmal rein. Toll. Was ein Reinfall. Ich glaube, unsere Axt wird gleich die Hufe hochreißen. Auf jeden Fall wollte ich mich auch nochmal entschuldigen dafür, dass ja nun unser... Oh, oh, backt dann Holzstück weg fest. Egal. Die letzten Folgen waren, also die letzte Folge, nee, die vorletzte Folge war das. Folge 104. Hatte ich leider irgendwie Probleme. Ich weiß nicht, ob das jetzt an YouTube lag. Also an Video kann es nicht gelegen haben, weil es ließ sich ja problemlos abspielen. Also ich würde sagen, da hat YouTube gefällt, immer schön die Schuld auf andere schieben. Das macht mich nervös hier. Da haben wir's. So. Maximale Verwirrung. Okay. Ich habe auch die Monster erstmal wieder ausgestellt. Natürlich nur vorübergehend, aber solange wir hier bauen, da waren noch Sticks. Möchte ich hier wirklich meine Ruhe haben. Das ist ätzend. Wenn hier die ganze Zeit irgendwelche Creeper und so kommen, ihr wisst es ja. Dass mir das einfach nur tierisch auf die Nüsse geht. So, dann können wir das Eisen noch mal ein bisschen mit uns rumschleppen. Und dann hopsen wir hier mal hin. Den Boden hier müssen wir auch noch rausreißen, da kommt dann auch noch Boden rein. Und theoretisch können wir das Holz... Ja, da können wir das auch rausreißen. Ich weiß gar nicht, ob ich da Holz hingemacht habe. Hab ich gesoffen oder was? So... So, und so. So nicht.
Haben wir jetzt das Holz? Haben wir. Alles klar. Gut, dann können wir hier weitermachen. Schön die Decke rausreißen, eine neue Decke hinsetzen. Das ist natürlich auf dem Server ein bisschen einfacher. Markieren und dann bam. Mal ebenso die Decke ausgetauscht. Und ich habe das Gefühl, die Musik ist gerade ein bisschen laut. Ich hoffe, dass sich das dann in der Aufnahme nicht ganz so laut anhört. Nicht, dass ich dann wieder Kloppe kriege von euch in den Kommentaren. Die Musik ist so laut, mach die leiser. Aber wir werden sehen. Ich würde sagen, lassen wir uns überraschen. Ansonsten fummel ich da nochmal ein bisschen rum. Das soll ja auch für euch eine angenehme Aufnahme werden. Und ich danke auf jeden Fall allen Leuten, die mich bisher abonniert haben. Da bin ich ja schon ganz schön stolz drauf. Wir haben ja mittlerweile auch über 150, also 160 Abonnenten. Das ist schon ordentlich. Doch. Also im Vergleich zu dem, was mein Ziel ist, eigentlich ist es nichts, aber es sind immerhin schon mal ein paar Leute, die sich so meine Videos regelmäßig angucken und da freue ich mich dann natürlich drüber, wenn ich merke, dass meine ganze Arbeit, die ich hier reinstecke, nicht für umsonst ist, sondern einfach mal so und so. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall müssten wir danach hier wieder erneut Holz sammeln gehen. Ich meine, jetzt haben wir hier ein bisschen wieder aus der Decke rausgerissen. Dann haben wir noch mal ein bisschen was übrig. Aber wir müssen dann noch mal Holz sammeln, weil ja natürlich auch die Anbauten noch drankommen an das Haus, weil das bleibt jetzt nicht so, wie es ist. Das ist mir noch eine Nummer zu eckig. Zu quadratisch. Rechteckig. Jetzt habe ich es. Rechteckig. So. Und das ist natürlich so kein Zustand. Da kommen dann natürlich Anbauten ran und was ganz Schönes und Tolles. Und dass es einfach mal nicht aussieht wie Arsch, sondern halt wie hübsch. So, jetzt haben wir richtig viel Holz hier. Da brauchen wir auf jeden Fall aber noch mehr Fichtenholz. Wir haben jetzt 11 Diamanten. Aus 11 Diamanten können wir uns eine neue Spitzhacke basteln. Und da habe ich natürlich die Hoffnung, dass wir die dann auch mal richtig verzaubern können. Wieso ist denn hier Lapis drin? Habe ich hier den Rest gelassen von dem Zeug, was wir gesammelt haben? Dafür hatten wir jetzt noch keine Kiste, oder? Wir hatten noch auf unserer Höhlentour nicht nur 11 Lapis gesammelt. Jetzt bin ich verwirrt. Wir haben noch ganz viel in den Öfen drin. Das Lapis. Und das auch Lapis. So. Ich wollte schon sagen, das kann ja wohl nicht sein. Dann holen wir hier das Lapis mal raus. Das Gold können wir dann auch mal rausholen. Und dann müssen wir unser Lager auch mal langsam hier fertig machen. Das sieht auch noch aus wie gewollt und nicht gekonnt. Aber gucken mal in die Öfen rein hier. Stein haben wir auf jeden Fall genug. Erstmal wieder. Da ist noch mehr Gold. Und da ist noch mehr Eisen. Noch mehr Gold. Da haben wir schon ein bisschen was zusammen. Ah, hier noch zwei Steine, die lassen wir noch brutzeln. Können wir uns hier mal die Kohle klauen und die hier reinpacken. So, dann können wir aus den Steinen wieder ein paar Steinziegel machen. Und ich wollte, glaube ich, noch... Ah ne, das haben wir, glaube ich, schon gemacht. Steinziegeltreppen haben wir, glaube ich, größtenteils fertig. Ja, auf jeden Fall können wir mal pennen gehen, dann können wir mal gucken, was unsere Zuckerrohrfarm macht. Oder was auch immer das darstellen soll. Und dann wird das Ganze. Ich meine, ich will auch endlich mal hier eine ordentliche Verzauberung haben auf meine Spitzhacke. Nicht so ein Level 1 Bullshit. Oder Level 9 war ja das höchste, glaube ich. Und hier muss noch eine Treppe hin oder sowas in der Art. Obwohl ich da auch... ich habe tatsächlich letzte Nacht davon geträumt. Und da wird mir bestimmt noch was einfallen. Andererseits bin ich auch immer auf euer Feedback gespannt. Und wenn euch was einfällt, schreibt es mir in die Kommentare, schreibt es mir per Nachricht. Hundi! Da werden wir auf jeden Fall gemeinsam eine Lösung finden. Es ist ja ein, wow, es ist ja ein Let's Play und nicht ich mach's und ihr dürft dann, müsst dann damit leben. Sondern müssen wir ja alle irgendwie glücklich werden damit. Wenn es aussieht wie Kacke. Wenn es Kacke aussieht, so jetzt habe ich es. Dann schreibt es mir bitte. Schreibt es mir einfach. Weil ich möchte euch auch was Ordentliches bieten.
Und nicht so ein Mist hier. So wie das jetzt hier aussieht, Mensch. Wo kann auch keiner wohnen? Jetzt sind hier überall Scheiben und jetzt kann ich hier nicht mehr runterspringen, ne? Oh Gott. Oh Gott. Na gut. Dann müssen wir halt von oben runter. Hui. Und hui. Haben wir eigentlich noch... Achso, wir können mal das Gold jetzt hier ablegen. So. Zuckerrohr war jetzt nicht ganz so viel. Da waren wir ein bisschen zu früh da. Aber... wir haben auch gar kein Leder mehr. Wir müssen also nochmal bei Gelegenheit losrennen und uns ein paar Kühe mopsen. Zack. Und zack. Und zack. Haben wir 18 Papier. Naja, es wird wieder knapp. Knapp Eimer, Spitzhacke. Noch mehr Holz. Werden wir auf jeden Fall brauchen. Hier ist noch Glas drin. Und dann haben wir hier noch Sand. Das war Sandstein. Aber den Sand können wir... Haben wir irgendwo noch Kohle drin? So. Dann können wir da nochmal ein bisschen was draus machen. Und dann zaubern wir hier uns jetzt mal richtig viele Glasscheiben. So und so. Oh. Ja, gut. Ganz so viel brauchten wir jetzt eigentlich nicht. Ah, okay. Drauf geschissen. So. Ja. Dann gehen wir nochmal hoch, setzen oben die Scheiben und dann können wir uns schon fast ums Dach kümmern. Weil dann haben wir hier den... Ja, den... Ist eigentlich nur ein Würfel. Ha. Würfel. Genau, hier wollte ich noch so. Wo ich da jetzt überlegt habe, ob ich da Zäune hinmache, aber ich habe mir so überlegt, man könnte das Ganze ja so, man könnte so ein Mixhaus bauen aus eben Mix. Mixhaus. So. Aus modern und so ein bisschen oldschool. Schauen wir auf jeden Fall mal, wie das am Ende dann aussehen könnte. Eigentlich müssen die ja schon zwei hoch. Dann machen wir das gleich mal. Eigentlich müssen sie drei hoch. Verdammt! So. Und so. Und so. Und so. Wobei ich jetzt hier gerade schon wieder eine ganz andere Idee habe. Aber gut, schauen wir mal. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Holz ruf. Und dann können wir hier zumindest schon mal ein paar Glasscheiben zwischensetzen. Ich glaube, wir müssen uns dann hier irgendwie mal eine Abkürzung überlegen zum Lager. Es gibt auch, glaube ich, noch gar keine Treppe runter zum Lager. Fällt mir auch gerade so ein. Ist doch kacke. So. Machen wir das Ganze mal so rum. Und so. Oh halt, da fällt mir gerade ein. Ja doch, es klappt noch. Na. So. Und so. Dann haben wir das auch schon mal erstmal so halbwegs gelöst. Obwohl ich noch nicht ganz zufrieden bin. Aber daran ändern wir auf jeden Fall. Oh, schon wieder auf jeden Fall. Ich müsste jetzt jedes Mal hier so ein... Man könnte ja hier so eine Sparbüchse hinstellen. Jedes Mal, wenn ich auf jeden Fall sage oder irgendwas, was total abfuckt, dann werfe ich einen Euro rein oder so. Und das wird dann gespendet oder so. Aber gut, mal gucken. Nein, so nicht. Oder man investiert halt das Geld, was dann dabei rauskommt, in ja, besseres Equipment. Wobei ich dann da wahrscheinlich wieder mehr von habe als ihr. Obwohl, naja gut, die Videos sind ja für euch. Aber gut. Ich denke schon wieder zu viel. Das ist wieder so ein Moment, wo ich eigentlich nur denke, Amon, halt die Fresse. So, hier Holz rein, hier Holz rein.
dann, ja. Gut, wie es am Ende dann aussieht, das werden wir dann sehen. Vielleicht reißen wir das ganze Glas auch wieder raus und ersetzen es doch durch Zäune. So ein Mischstil ist eigentlich schon, ja, ist schon ein großes Wagnis. So. Quatsch, ist das richtig? Ja, es ist richtig. Ich habe das Gefühl, dass ich hier gerade schon einen ganz großen Mist baue. So. Habe ich die Ecken eigentlich auch so gemacht hier oder kam da Holz hin? Tja, man weiß es nicht. Da kommen wir mal jetzt so, dann geht das Ganze ein bisschen schneller. So. Ja, toll. Nein. Hier sind auch noch gar keine Scheiben drin, sehe ich gerade. Ich habe das Gefühl, dass wir doch genug gemacht haben. An Scheiben zumindest. So. Und hier ist dann wieder Glas drin. Ich glaube, hier ist uns mal das Glas ausgegangen. Und hier können auch nochmal Fackeln hin. So. Und so, und dann ist hier keine Mitte vorhanden. Sehr schön. Hier auch, so. Wie soll ich eigentlich hier keine Fackeln gesetzt? Ist ja sehr fragwürdig, sehr fragwürdig. Okay. Weiter geht's. Jetzt können wir mal den Apfel hier essen. Weil wir müssen uns ja gesund ernähren. Und ich glaube, wir werden doch Zäune da hinsetzen. Sieht hier oben, also sieht schon ein bisschen kacke aus. Hier das mit den Scheiben, das ist in Ordnung. Wobei ich die Fenster auch normalerweise da ganz anders baue. Im Mittelalter gab es jetzt noch nicht unbedingt so Scheiben bei normalen Häusern, aber gut. Aufgrund von Holzmangel verschieben wir das Ganze jetzt einfach mal. Eigentlich macht das auch gar keinen Sinn, jetzt hier schon Scheiben hinzusetzen. Wir brauchen ja Holz und so. Wir müssen auch nochmal von außen ran. Oh Gott, wie mache ich das denn? Verdammt. Na gut. Ich würde sagen, wir gehen erstmal ein bisschen Holz hacken. Holz hacken, wie immer. Holz. Brauchen wir eine Axt. So. Und dann suchen wir uns mal ein paar Bäumchen. Da hinten sind wieder welche. Und ich merke gerade, die Bäume werden schon wieder weniger. Aber habe ich nicht irgendwann mal voll viele Bäume angepflanzt? So vor Ewigkeiten. Ich denke mal, das ganze Projekt hier wäre auch gar nicht mal so intensiv, wenn wir diese Timmer-Mod hätten. Aber mit Mods, das ist im Moment doof. Wobei ja von Minecraft das eigentlich so, also von Mojang, war das ja so angedacht, dass halt das jetzt einfacher werden soll, Mods zu installieren. Und stattdessen haben sie das so gemacht, dass es unmöglich ist, Mods zu installieren. Also es gibt ja Tutorials für die aktuelle Version, wie man Mods installiert. Und ich glaube, es gab irgendwo auch mal welche. Aber, also bei mir hat es nicht geklappt. Keine Ahnung warum. War halt so. Da denke ich mal, also ich habe da zwischendurch schon drüber nachgedacht, ob ich nicht einfach mal die Let's Play Welt auf den Server haue. Und dann auf dem Server weiterspiele, dann könnte man, dann hat man diese Mod-Probleme nicht mehr, sondern macht sich das Ganze einfach als Plugin. Das sind zwar natürlich so eine Sachen wie Optifine, da haben wir dann halt Pech. Aber Timber-Mod wäre durchaus machbar. Aber gut, da schauen wir mal dann am besten, wie wir das anstellen. So, dann setzen wir hier mal ein paar Bäumchen wieder hin. Sieht doch ein bisschen kahl aus hier eigentlich. Hier noch. Und hier noch. So. Und wir brauchen Fichtenholz. Auch noch. So. So. Da ist noch ein Äpfelchen. Irgendwo. Da. War er. Und ich hoffe mal, dass euch das jetzt nicht zu dunkel hier ist. Ich habe das gesehen bei der Höhlentour, ich gucke mir den Mist auch an, den ich hier fabriziere. Kohle. Wow, eine Kohle.
Und da war das doch ganz schön dunkel zwischendurch. Also wenn ich keine Fackeln gesetzt hätte, dann hätten wir hier ganz schön die Arschkarte. Aber der Vorteil ist, man sieht unser Haus. Schon von Weitem. Da es sehr gut ausgeleuchtet ist. Und ich hoffe mal, dass diese Ausleuchtung auch reicht. Nicht, dass wir dann irgendwann wieder einen Creeper bei uns im Keller haben. Das wäre... Oh Gott, wäre das ätzend. Ätzend. So. So. Weg mit dem Holz. Hinein in unser Inventar, in unseren Rucksack. Wir schleppen das ja alles mit uns rum. Ich stelle mir das eigentlich immer so ganz lustig vor. Ich meine, was wir so alles bei haben. So allgemeine Rollenspiele, was die Leute denn alles mit sich rumschleppen. Spitzhacke, Schwert, Bogen, Schaufel, eine Axt. Haufenweise Krempel hier, Kohle, ganze Glasfenster. So. Hier ist schon wieder so ein Baum, wo ich denke, Timbermut. Ich vermisse sie so, das ist so ätzend hier, den Baum. Nee, den lass mal stehen. Möchte ich nicht. So. Wir brauchen ja auch noch Kühe. Können wir ja eigentlich gleich mal gucken gehen, ob wir ein paar... wir ein paar Ruckler in der Nähe haben. Nein, Kühe. Oh, da drüben sehe ich eine. Da sehe ich ganz viele. Vielleicht spucken die ja nochmal ein bisschen Leder für uns aus. Andererseits wäre es auch schade, die jetzt zu töten. Man könnte sich ja die Kollegen... Ah, es sind Pferde. Hier sind ein paar Kühe. Wir haben noch einen Sattel zu Hause. Suchen wir uns mal ein hübsches Pferd aus. Eine Leine haben wir, glaube ich, auch. Gibt es hier kein weißes Pony? Oder ein schwarzes? Schwarzes haben wir bestimmt. Den da nehme ich. Den will ich. Der ist auch nicht schwarz. Ah, verstehe. Gut. Da bräuchte ich...